Okay. Meinte er mit dem Buch, das griff Bigney? Weil es ist ja irgendwie in Point Lookout gelandet. Wir gehen noch nicht hoch. Last Stand. Aber bevor die mir hier in den Rücken fallen. Hau ich sie mal lieber um. Dafür, dass er so viele Splitterminen hat, liegen hier nicht gerade viele davon rum, ne? Dann soll ich das Licht auslassen für mehr Atmosphäre oder soll ich es anmachen, damit man was sieht? Halt immer auf den Kopf mit dem Ding hier. Mist. Da, wie kann der denn jetzt daneben gehen? Verdammt. Blöde Ghoul Reaver. Hören wir uns sofort an. Ich will gerade gucken, ob hier nicht vielleicht noch sein siebter Eintrag irgendwo dann liegt, falls es einen gibt. Es gibt einen sechsten, also vielleicht gibt es auch einen siebten. Dieser Ort gefällt mir nicht. Und auch nicht der Geruch. Lässt mich erschaudern. Ich will keinen Schuss ins Blaue riskieren, ohne zu wissen, was da drin ist. Heute Nacht schleiche ich rein. Okay. Hier geht's sonst nirgendwo lang. Das heißt, es geht jetzt nur noch nach oben, ne? Ich mag das Ding. Präzise mit Wumms. Einen Augenblick. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade Verpflegung bekommen in Form von ein paar kalten Pommes und ein Stück Pizzabrot. Um das ich dankend annehme. Jetzt musste ich aber natürlich bei einer sehr schaurigen Stelle mal kurz Pause machen. Weil ich habe die Tür nicht geöffnet. Ich habe zu viel Hunger, um das jetzt
Sorry, normalerweise esse ich nicht bei der Aufnahme. Aber ich habe gerade zu viel Hunger und dass ich das Dunwich-Gebäude jetzt noch mache, hatte ich eigentlich nicht auf dem Plan. Ich nehme auch eigentlich nicht an dem Tag auf, wo ich eigentlich aufnehmen wollte. So, jetzt natürlich vorsichtig sein, dass ich hier kein Tagebuch übersehe. Also es ist irgendwie egal, ob so bestellte Pommes, frittierte Pommes kalt sind. Sie schmecken einfach immer noch. Oh nein, und ich muss niesen. Ach, doch nicht jetzt. Der ging etwas scheiße. Da geht ein... Ach, da... Okay. Habe ich die Tür eben wirklich nicht gesehen? Oh, ich bin fast tot. Kopftreffen hilft. Aber das hier... Nee, Moment. Das hier ist ja gar nicht die Stelle. Oder? Nee, ist er nicht. Ich dachte, ich bin jetzt dort runtergefallen, wo wir eben schon drinnen waren. Da ist nichts. Und hier ist dann nur der Flur. Von wo wir eben gekommen sind, ne? Nee, ist es nicht. Hier ist aber trotzdem nur eine Sackgasse. Alles klar. Splitterranat hinzugefügt? Wieso? Was? Ach so, vom Terminal entschärfen. Ah, okay. Ja gut, dann geht's jetzt nur noch hier lang. Irgendwo noch ein Holoband? Sieben. Das heißt, wir haben keins vergessen bis jetzt. Die Raider haben Spukgeschichten von Zombies in den Ruinen erzählt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber so wahr mir Gott helfe, sie sind real. Nicht ganz, wie Thor erzählt hat, aber nah dran. Diese Dinger sehen aus. Ich glaube, sie waren wirklich mal Menschen. Forsaken Dunwich Ruins. Bitte wie? Das kam jetzt ein bisschen zu plötzlich. Ich konnte noch nicht mal nachgucken, was da überhaupt alles ist. War das jetzt eine Puppe, die da stand, oder war das wirklich ein Charakter?
Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wo sind sie? Ich habe mindestens einen Reaver gesehen. Oh, aber der Leuchten ist wichtiger. Au. Hat mich runtergehauen. Wie fies. Ist das der einzige Weg nach oben? Nee, hier führt noch eine Treppe. Sind das zwei Reaver? Nee. Ist der Leuchtende. Hier war jetzt aber nicht großartig was, oder? Oh. Ja. In der Ecke manövriert. Sieht nicht so aus. Auch kein weiterer Tagebucheintrag. Dann würde ich mal sagen, wir gehen den einzigen Weg lang, der hier noch lang führt. Waren das alle? Nee, ich höre noch Gestapfe. Zack. Da ist die Tür. Da wollen wir hin. Huch. Das war einfacher als gedacht. Führt das nur nach unten? Hm. Wo führt das denn jetzt hin? Ich will nicht aus Versehen weitergehen. Huch, verdammt. Hier unten ist aber nur Schutt. Okay, hätte uns hier lang geführt, ne? Nun gut. Verseuchte Unterkammern. Ich will jetzt gerade mal gucken.
Aber da scheint beides durch Schrott, oder? Hätte man da hingekommen? Will ich jetzt wirklich backtracken? Da war die erste große Kammer. Nee, das war Schrott, ne? Da dürfte jetzt, ich wette, da ist jetzt nichts. Doch, da ist was. Gut, dass wir hier doch noch mal hingekommen sind. Dateneintrag. Hier sitze ich, ganz allein in einem Raum verschanzt und tippe an einem Terminal, um etwas zu tun zu haben. Verdammt, um nicht den Verstand zu verlieren. Ich weiß nicht, was es mit diesem Ort auf sich hat, aber ich will hier raus. Ja, ich will hier raus. Ich bringe noch nicht einmal den Mut dazu, auf diese verdammte Tür noch einmal zu öffnen. Ich kann hören, wie diese Dinger draußen herumschleichen und schnüffeln und schreien und was die sonst noch alles tun. Als ich herkam, dachte ich zuerst, hier sei alles verlassen und lief herum, um nach brauchbaren Sachen zu suchen. 5 Minuten später hocke ich zu Tode erschrocken in diesem Raum. Ich wurde plötzlich von so Dingern gejagt, habe um mich gefeuert, ohne etwas zu treffen, und bin dann durch die Dunkelheit gerannt. Verdammter Mist. Ich habe den guten alten Billy gebeten, mich hier zu treffen und Munition und Granaten mitzubringen. Das ist jetzt 3 Tage her. Wahrscheinlich ist der arme Kerl nicht weit gekommen. Hoffentlich haben diese Dinger ihn wenigstens sehr schnell getötet. Hör dir nur diesen Blödsinn an, den ich hier zapfe. Billy ist bestimmt nichts passiert. Ich warte einfach hier ab, bis all diese Dinger endlich verschwinden und treffe mich dann mit ihm. Ha, dem werde ich vielleicht Geschichten erzählen können. Das war der Typ, der sich da hinter einem Stuhl verschanzt hat, ne? Bin ich mir relativ sicher. Neun. Scheiße. Wo ist 8? Ach, leck mich doch. Wo soll hier bitte schön 8 liegen? Hier bitte doch nicht. Vielleicht sollte ich doch mit der Taschenlampe hier rumrennen. Mit dem Pipboy-Licht. Wäre vielleicht doch etwas besser, als hier einfach nur so rumzustolzieren im Dunkeln. Aber 9 war jetzt relativ auffällig. Das heißt, 8 dürfte doch auch nicht so versteckt sein. Oder ist das gerade nur Wunschdenken von mir, damit ich hier nicht so oft oder nicht so viel rumlaufen muss?
I don't want to set the world on fire. I just want to start